Die Republika in Berlin ist ja eigentlich eine Digitalkonferenz. Das Motto in diesem Jahr lautet: Who cares? Wen kümmert's? Oder eben auch: Wer kümmert sich? Menschen sollen dabei eine Bühne finden, die sich für diejenigen einsetzen, die sonst nicht gehört werden und die für das Gemeinwohl einstehen. Es soll um KI gehen, um Pflegeroboter, Digital Streetwork oder Arbeit als Integrationshilfe. Angesichts etwa einer alternden Gesellschaft gehen die Macher davon aus, dass diese Themen künftig in viele Bereiche der Gesellschaft dringen werden. Und nachgefragt bei Tom Garus in Berlin. Tom, du konntest dich ja bereits ein bisschen umsehen. Was können denn die Besucher in den kommenden Tagen erwarten? Die können viele Themen erwarten, wie du gerade bereits richtig gesagt hast, rund um das Thema Care, also who cares, also wen kümmert's, aber who cares kann aus dem Englischen auch übersetzt werden als wen kümmert's überhaupt. Und das Wort Care steckt auch in dem Wort Care-Arbeit. Und Care bedeutet dann Pflege, aber auch soziale Arbeit zum Beispiel oder Arbeit zu Hause an den Angehörigen. Also die Republika möchte sich dieses Jahr um die Schwächsten der Gesellschaft kümmern, um alte Menschen, um kranke Menschen, junge Menschen, tatsächlich auch behinderte Menschen, auch Geflüchtete sozusagen. Denn die Macherinnen und Macher der Republika sehen das soziale Gefüge in Deutschland, in unserer Gesellschaft, da auf wackeligen Füßen. Sie sehen ganz klar, dass es immer mehr alte Menschen gibt, der demografische Wandel, währenddessen es immer weniger junge Menschen gibt, Pflegekräfte, die sich um diese vielen alten Menschen kümmern können. Nun hat ja Bundesgesundheitsminister Lauterbach erst heute neue Zahlen zur Pflegefinanzierung vorgestellt. Und da wird erst mal deutlich, dass es ja viel mehr Pflegebedürftige als Angebote gibt. Welche Lösungen hätte man denn dafür parat auf der Republika? Ja, die Republika sieht als Vision eine noch digitalere Gesellschaft. Also KI kann man sich da zum Beispiel bei der Demenzhilfe vorstellen. Also wie könnte man zum Beispiel das Gedächtnis trainieren? Oder wie könnte man mit KI den Alltag der dementen Menschen vereinfachen zum Beispiel? Es geht aber auch um Roboter beispielsweise in der Pflege. Das wird hier diskutiert. Und außerdem auch um digitales Streetwork wird es gehen. Das fand ich sehr interessant, gerade in Zeiten von TikTok haben wir ja alle viel mitbekommen, wo Kinder und Jugendliche mit psychologischen Themen konfrontiert werden, aber auch mit politischen Themen, dass also Streetarbeiter, also Sozialarbeiter ganz gezielt in Foren gehen, auf Social Media und schauen, wer braucht da Hilfe, wer macht sich Sorgen, wer sucht vielleicht Rat. Tom, der andere große Schwerpunkt sind ja diesmal die Wahlen. Was ist denn dazu zu finden auf der Republika? Ja, das steht hier alles auch im Lichte der Europawahlen, die ja in genau 2 Wochen ist, 3 Tage lang. Und da wird auch heute EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der Republika erwartet. Also hoher Besuch tatsächlich. Sie wird darüber sprechen, inwiefern illiberale Kräfte in der EU das demokratische Gefüge gefährden. Und nicht nur sie ist hier, auch viele Mitglieder des Bundeskabinetts, so zum Beispiel Annalena Baerbock. Sie wird darüber sprechen mit einem der Mitgründer der Republika, inwiefern Diplomatie in den heute krisengeschüttelten Zeiten überhaupt noch stattfinden können. Hubertus Heil, der Arbeitsminister, hat sich angekündigt, Robert Habeck außerdem auch. Ja, viel los also auf der Republika. Aber nun wird er nicht jeder Zeit haben, nach Berlin zu reisen. Wer sich trotzdem interessiert, kann aber auch ohne Ticket mit dabei sein. Genau, man kann ohne Ticket mit dabei sein. Das ist ja der Anspruch der Republika. Man möchte hier ein digitales Gesellschaftserlebnis schaffen, niedrigschwellig. Das heißt, man kann sich ausgewählte Veranstaltungen und Reden auch im Internet, im Streaming anschauen. Also zum Beispiel Ursula von der Leyen, das könnte relativ interessant werden. Außerdem findet hier zeitgleich die TinCon statt. Das ist die Jugendmesse für 13- bis 25-Jährige. Die dürfen die TinCon auch kostenlos besuchen und damit auch die Republika. Das heißt, an alle jungen Menschen da draußen, die sich interessieren, kommt her und schaut es euch an.